Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Du Kopf. Ich bin gerade in meiner neuen Kommandozentrale, die ich eingerichtet habe. Und wir wollen mal schnell darüber reden, wie das Ganze jetzt abläuft. Wir öffnen am 9.3. den Laden. Es ist offen. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Keiner weiß so richtig Bescheid. Ich habe es jetzt so entnommen der Nachrichten und von anderen Influencern und Leuten und Kosmetikläden, wie das Ganze abläuft. Und zwar müssen die keine Schnelltests vorweisen, im Sinne von, wenn du eine Maske trägst. Bedeutet, es bleibt alles wie vorher, vor dem Lockdown, wie es bei uns war. Weil hygienemäßig haben wir uns ja sowieso schon an alles gehalten. Wenn du aber keine Maske tragen kannst, weil du der Meinung bist, es ist unangenehm, ich habe Asthma, wie auch immer, Vorerkrankungen, dann musst du dir einen Schnelltest organisieren für diesen Tag und das zum Beispiel bei uns neben der Apotheke einen Schnelltest abliefern, den die aber auch durchführen. Das kannst du nicht selber machen. Das muss halt von jemand ärztlich untersucht werden sozusagen. Du brauchst so eine Art wie so ein Ärztestempel, nehme ich mal an, oder so irgendeine Eintragung. Du wirst da irgendwas kriegen, was wir halt so nicht haben werden und auch nicht ausstellen dürfen. Deswegen musst du dich dann drum kümmern. Kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema. Und zwar fragen sich viele, wie läuft das denn jetzt ab? Rein theoretisch, ja, ihr könnt jetzt ab 9.3. kommen, vorbeikommen oder auch per Telefon euch melden. Aber ihr müsst trotzdem, wenn ihr letztendlich einen festen Termin haben wollt, müsst ihr in den Laden kommen mit einer Anzahlung und die hinterlassen und ein Terminchen machen könnt ihr dann. Alle Termine, die in meinem Buch stehen, im März und immer so weiter, genauso wie bei Holger, die bleiben bestehen natürlich, ist ja logisch. Die haben ja auch alles vorgebucht. Nichtsdestotrotz habe ich vorsichtshalber bei Neukunden, weil ich nicht weiß, ob ihr jetzt erscheint oder nicht, und es muss jetzt, da bin ich ganz offen ehrlich, Geld reinfließen in unseren Laden, ansonsten haben wir ein Problem, kann es sein, dass sich das überschneiden wird, weil ich habe natürlich die Leute, wo ich mir nicht sicher bin, ob sie kommen, welche gesaved, aber das würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen, sollten wir alle verkraften können und da sollte man jetzt auch mal so ein kleines Veto dann einlegen, das müssen wir irgendwie akzeptieren, wenn jetzt zwei auf einmal erscheinen, dass der andere dann wieder gehen muss, der natürlich mir vor kurzem einen Termin von mir bekommen hat, sprich Stammkunde, weil ich muss das halt irgendwie abdecken und auch auf Nummer sicher gehen. Da müssen wir einfach so jetzt vorgehen. Es ist auch nur der März, der so betroffen ist, weil wir jetzt plötzlich öffnen können, weil so wie der Lockdown ausgesprochen wurde, so schnell wurde auch jetzt plötzlich wieder geöffnet. Deswegen, da kann man jetzt nicht alles so schnell vorbereiten und gucken und machen und tun und den erreichen und hier und da, weil nicht jeder Neukunde ist erreichbar, wo ich jetzt nachfragen kann, ob er erscheint. So wird es wahrscheinlich bei Holger meiner Meinung nach auch sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Jedenfalls, ja, 18 Uhr Termine. Was das betrifft, könnt ihr auch vorbeikommen, Terminchen machen, wobei 18 Uhr Termine immer so sind, da wird nichts Großes tätowiert, sondern wirklich klein bis mittelgroße Motive und die können auch per Telefon ja, besprochen werden und dann auch quasi eingetragen werden in den Terminkalender. Das bedeutet, der 18 Uhr Termin muss nicht unbedingt jetzt angezahlt werden. Das heißt, du musst jetzt nicht aus Spandau kommen oder so, extra runtergefahrene Anzahlung wegen 18 Uhr Termin, weil du was klänet bekommst. Was ich damit sagen will, ist, wenn ein 18 Uhr Termin mal abspringt, dann ist das immer nicht so tragisch. Ja, dann ist das so, wo man es verkraften kann. Schlimmer wäre ein Tagestermin. Das wäre absolute Katastrophe. Deswegen auch diese Nummer sicher Gehensweise, die ich jetzt da sozusagen für den März angelegt habe. Ja. Flo, könnt ihr jederzeit jetzt Terminchen machen, vorbeikommen, Manuel genauso und es werden 4 Tattoo-Gutscheine rausgeballert. Ganz ehrlich, wir haben eigentlich gar nicht die Knete dafür, euch jetzt sowas zu schenken, aber wir machen es einfach. Erstens aus Nettigkeit, zweitens, dass ihr wirklich erscheint und drittens für die ganzen Stammis, dass ihr auch wieder, ich meine, ihr habt jetzt 4 Chancen irgendwo anzugreifen und da eventuell was zu gewinnen. Wäre schön, wenn ihr uns sowieso weiterhin, wie gehabt, immer schön unterstützt. Ich meine, wir sind Tintenfüller, ne? Wir sind familiär für alle. Bis denne, Antenne, macht's gut, haut rein, Brian.